Spinne. Als kleine Folgen wären wir hier. Strömt herbei, liebe Leute. Es ist nie zu spät, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Also ich soll die konfrontieren. Achso, soll ich die fangen oder was? Nicht so nah, Adi Harif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Nett. Vielleicht bin ich auch einfach nur der Beste der Welt. Schon mal daran gedacht? Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein, ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. Die Spionin, die mir aus dem Weg ging. Die Spionin Dilara wurde von den Byzantinern entdeckt und gefangen genommen. Ihr Schicksal ist ungewiss. Finden und retten Sie Dilara, bevor es zu spät ist. Nicht niemanden töten. Ah, das ist mal wieder typisch hier. Ich muss natürlich hier niemanden töten. War das jetzt so hoch? Ich glaube nicht. Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen. Fraglich. Das Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßigt doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich hab keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Christemu, ich würde ihm gern einen Speer durch den Leib jagen. Okay, wir holen uns jetzt den Schlüssel von Nikolaus, der auf dem Markt ist.
wie wir erfahren haben. Er wird sich noch verletzen. Was geht es mich an? Da ist er. Den suchen wir. Ich würde sagen, erfolgreich gestohlen. Sehr erfolgreich, würde ich sogar sagen. Wir waren sehr erfolgreich. Wir können gerade noch eine Bombe erstellen. Ich meine, wir haben ja Zeit. Die Frau rennt uns ja nicht weg. Denn du bist Tevo. So, befreien wir mal die Lara. Die können uns echt nützlich sein, wenn wir dabei sind, Manuel zu töten. So. Wir gehen den gleichen Weg wieder rein, wie wir gekommen sind. Wie wir gegangen sind, sorry. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um. Wartet. Na, die Frau ist einfach behindert. Sollte das alles ruhig angehen, weißt du? Überlegt. Weißt du? Ich meine, alle Zeit der Welt. Okay, haben wir nicht, aber. Meine Güte. Und dann sind wir auch schon fast wieder da. Kannst du hier nicht hoch. Ah, hier bist du, meine Liebe. Okay. Die Lara. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janos, wir müssen ihm helfen.
Der abtrünnige Shakulu foltert die übrigen osmanischen Gefangenen. Eliminieren Sie Shakulu, bevor weitere von ihnen sterben. Janos darf nicht mehr als die Hälfte seiner Gesundheit verlieren. Und hier hoch. So, jetzt gehen wir. Dann hätten wir Shakulu besiegt. Männer, die aus Freude zum Mörder werden, verdienen keine Gnade. Ach, Freund. Ach du Scheiße. Boah, bist du scheiße. Senchoke Shadilara. Könnt ihr gehen? Evet. Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Bene. Bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiologos. Ganz genau. Shakulu ist tot. Wir rennen direkt straight. Eigentlich eine ganz gute Vorstellung. Echo. Ich muss wohl träumen. Nein, braucht ihr nicht.